DJ Shifty ist zu Gast, der aktuelle DJ-Weltmeister, heute Abend Headliner beim MIDI Fight Club im Berliner Tresor, jetzt auf Fritz. Er hat sein komplettes Equipment in den Fritz-Studios aufgebaut. Auf den Plattentellern liegen spezielle Timecode-Schallplatten, die ihre Beep-Signale an Shiftys Computer senden, und der überträgt Shiftys goldene Scratch-Künste auf die verschiedenen Sounds, die er sich hier selbst in seine Geräte hineinnimmt. Es ist der Wahnsinn, hört einfach selbst. Meine Damen und Herren, der amtierende DJ-Weltmeister aus New York, live auf Fritz, DJ Shifty! Shifty. 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 D, yo, hold up, money grip. Yo, stop yo, get me, off man. That bullshit. Grip the hardcore style for the B-boy, nigga. Oh, you want me to know what I'm saying? L? Hit me with that, fam. Unglaublich! Awesome! Alter, DJ Shifty, der amtierende DJ-Weltmeister, live auf Fritz. Heute Abend legt er im Tresor auf in Berlin in der Köpenicker Straße. Los geht's da um 0 Uhr. Der Eintritt lächerliche 10 Euro. Außerdem haben wir natürlich Freikarten für euch. Die Leitungen sind jetzt offen. 0331 70 97 110. DJ Shifty, awesome. Thank you very much. Have fun tonight. Thank you. MIDI Fight Club tonight. Tresor Berlin.
We're gonna do it big, Meister style. Fritz. Und das hört man. There's not a problem that I can fix, cause I can do it in the mix, heißt es. Das fragen wir doch mal den aktuellen DJ-Weltmeister aus New York, ob's stimmt, denn er ist jetzt hier bei Fritz, DJ Shifty. Welcome to the show, how are you? I'm very well, thank you for having me. You've learned already a sentence in German? Yes, that's true. Correct me if I'm wrong, but ich bin der Meister. Jawohl, ich bin der Meister. You are the DMC DJ World Champion. That means you're pretty good at the turntables. Let's say you're kind of into it. I know a thing or two about a thing or two. Can DJs save lives? Yeah, you know, there's a book called Last Night a DJ Saved My Life, which is like 600 pages about how DJs save lives. Lifesavers. Yeah, you're having a bad day, you go to the club. Turn that frown upside down. Cool. Yeah. Tonight you're headlining MIDI Fight Club at Berlin's Tresor Club. Heute Abend spielt er im Tresor bei MIDI Fight Club. We all know Brad Pitt's Fight Club. Yes. From Brad Pitt. That's kind of rough. Yes. What's the MIDI Fight Club? It's also going to be very rough. The difference is instead of just using fists, we're actually going to take devices and hit each other with them. I'll take my computer, I'll smash it over the next DJ's head. He'll take the turntable, he'll throw it at me. I'll dodge it because I'm very quick, but other people will probably get hurt. But what it means really is a lot of these DJs are using extra devices beyond your traditional DJ setup, beyond a turntable, beyond a mixer, sort of separate ways to have extra control over your music, to sort of take the creative element, the authorship involved in the DJing to the next level. Also Shifty sagt, es ist so ähnlich wie im Fight Club bei Brad Pitt. Sie werden sich nur abends die DJs gegenseitig mit ihrem Equipment bewerfen und beschmeißen. Es heißt also Fight Club, nein, heißt, dass sie halt verschiedene Devices, sprich technische Hilfsmittel benutzen werden, um gegeneinander auch anzutreten. You are more like a turntablist than just a DJ mixing two songs together so grannies can dance. So you're more like than an ordinary DJ. And it doesn't even look like an ordinary DJ set when I see it this here. Der hat hier ganz viel, das Shifty, ganz viel technisches Zeug aufgebaut. So große Pads mit Tasten drauf. There's a laptop over here. And only two vinyls. So first of all, I always want to make grannies dance. Oh. So if there are grannies out there listening, I'm not trying to make you not dance, grannies. I want you to dance with me. But also yet, er möchte mit Großeltern tanzen. What, I don't know what you said, but grannies. Sure. Yeah, I'm doing that. I have traditional setup here, so I have, you know, turntables, but then they're hooked up to my laptop, and then my laptop is hooked up to these extra devices. I have a Native Instruments machine and the Traktor Control X1, and pretty much these let me control the elements in the computer program that I'm using in sort of a really natural, nice way. You know, I could take the phrase, say what, and then instead of having to scratch it, say what, I can actually hit the buttons on the MIDI controller and go say what, say what, and otherwise that'd be much harder to do, unless you're, you know, here talking to on a microphone. Wahnsinn. Also er hat ein Pad. Something like that. Shifty sagt, also er hat hier ein Pad, wo er draufdrücken kann. Er kann da verschiedene Samples reinladen. Und wenn er draufdrückt, zum Beispiel, ey, sag mal, also say what, wie übersetzt man das? Sag mal was, say what, nehmen wir say what. Kann er da draufdrücken und es abfahren. Gleichzeitig hat er zwei Platten, die sehen aus wie Vinylplatten. Da sind aber so Timecodes drauf, die übertragen das an den Computer. Und damit hat er die volle Kontrolle. So, und weil die alte Regel gilt, nicht quatschen, sondern machen, wird Shifty gleich hier auf Fritz live, aber mal so richtig die Nase hier über die Platte flitzen lassen, denn den DJ-Weltmeister in Aktion, den hört ihr gleich hier auf Fritz nach einem kurzen Song. DJ Shifty ran ans Gerät, sagen wir mal, ran ans Gerät, to the gear. Excuse me? I just heard blah, 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 to the gear. Yeah, sure. Wie war das nochmal? Go for it. Okay. Also ich mach das nochmal. Der DJ-Weltmeister in Aktion, das hört ihr gleich nach einem kurzen Song. So, Shifty, ran ans Gerät. Go for it. Alright, go for it.